Meine sehr verehrten Damen, meine sehr verehrten Herren, diese Ausstellung hat einen guten Freund, der heute Abend auch hier zu Besuch ist, zu der Frage veranlasst, wie bringst du die denn zusammen? Dann gibt es ja einen Titel zu der Ausstellung, das ist vielleicht schon etwas. Beide Künstler sind, sagen wir einmal, auf Frankreich fixiert. Der Roland Ruhe durch Geburt und Bodo Klöß, weil nach Frankreich sein Herz schlägt. Er ist jedes Jahr in Frankreich, mehrmals in Frankreich mit seiner lieben Frau. Und er entdeckt dort und findet dort unendlich viele Anregungen, die dann in seiner hessischen Heimat verarbeitet werden. Aber es zieht ihn nicht nur nach Frankreich, es zieht ihn auch nach Rom, wie Sie vielleicht an der schönen Rom-Mappe sehen, die Sie sich mit den Rom-Ansichten ruhig einmal genauer ansehen sollten. Zu dem Rom-Thema und zu der Mappe werde ich noch einiges sagen. Ich möchte zunächst einmal mit den Arbeiten von Roland Ruhe beginnen, weil dieses Finden, das ich eben bei Bodo Klöß angesprochen habe, ja auch etwas ist, was Sie in den Skulpturen, in den Mobiles, in den Stabiles von Roland Ruhe sehen können. Auch das sind ja keine mathematischen Formen. Das sind keine Formen, die sozusagen aus einem großen intellektuellen Repertoire nach irgendwelchen Kategorien gemacht worden sind, sondern Roland Ruhe hat für seine Kinderlein Spielzeug gemacht aus Blech, wahrscheinlich nur, um sie stillzustellen. Und dann hat er entdeckt, dass das genau das ist, was für ihn Maßstab seines ganzen zukünftigen Schaffens wurde. Und diese Freude des Spiels, die Freude am Blechgerät, am Blechspielzeug, an diesen Arbeiten, die überträgt sich so stark, dass er durch die meisten wichtigen Museen auch in Deutschland gewandert ist. Er hat ganze Krippenspiele aufgebaut. Und was das Spannende ist, er hat so eine spielerische Art, auch sozusagen sich unter Leistungsdruck zu stellen. Er arbeitet manche Figuren aus einem Stück Blech heraus. Das heißt, er arbeitet ohne Abfall. Sans chute nennt er das. Roland Ruhe ist in dem Kunstbetrieb in Europa und in Deutschland speziell schon seit vielen Jahrzehnten bekannt. Ebenso bekannt in der Szene, derer die Radierungen und tolle Editionen, Bücher und gescheit gemachte Radierungen und Zeichnungen sehen wollen und sammeln wollen. Mein lieber Freund Bruno. Wenn Roland Ruhe etwas findet und nicht erfindet, so folgen eigentlich beide der Spur eines der größten Künstler der Welt, nämlich von Picasso, der gesagt hat, ich erfinde nicht, sondern ich finde. Das heißt, das Authentische ist etwas ganz, ganz Entscheidendes. Etwas annehmen und begreifen, was einem da geschenkt worden ist. Also zum Beispiel auch den Inhalt nehmen eines großen Buches Don Quixote und ihn da an der Wand festzuhalten mit beweglichen kühlen Flügeln. Der Don Quixote mit seinem Pferd Rosinante aus zwei Teilen zusammengesetzt auf dem Weg wohin? Sehen Sie? Das wissen wir alle nicht. Aber irgendwann kommt Don Quixote nach Hause. Und das ist eigentlich das Schöne, das Charmante an all diesen Arbeiten, an all diesen Kinderspielen, die wir hier sehen, diesen Mädchen, die auf dem Seil tanzen, oder diesem jungen Paar, das sich küsst, neben auch, oder an Adam und Eva. Es ist ein Aufbruch und es ist auch eine Bewegung, diese Sachen lassen sich rollen. Es ist ein großer Reigen. Hauptsache, man kommt irgendwann dabei heim. Und dieses Nach-Hause-Kommen, das ist auch bei dem anderen Künstler zu sehen. In seinen Gesichtern zum Beispiel. Er malt so lange an diesen Gesichtern, bis sie drohen zu verlebendigen. Und es sind ja all die Gesichter, die wir alle zu jeder Zeit, jeder von uns, im Laufe seines Lebens gesehen haben.
Tausende von Gesichtern, Millionen von Gesichtern, die an uns vorbeigezogen sind. Und so könnte man sagen, dieses ist eine Wand mit Gesichtern, die nie endet. In dieser Geschlossenheit, unglaublich schon schön, stellen Sie sich das mal zu Hause, statt irgendeine Landschaft vor, eine Landschaft aus Menschengesichtern. Eine große Fragestellung und eine Antwort aus dem Menschengesicht, das Du zu finden und darin auch nach Hause zu kommen. Und das sieht man dann auch in so anekdotischen, schönen Arbeiten à la table hin zum Tisch mit dieser jungen Frau, die schon die Sektkelche dabei hat und ebenso hübsch und prall und trall von hinten zu sehen, wenn sie zum Tisch weggeht oder vom Tisch weggeht. Man weiß gar nicht, was man mehr schätzen soll, das Hinterteil oder das Vorderteil. Die Erotik spielt bei Bruno Klöß eine sehr große Rolle. Und auch das ist ein Spiel. Es ist eigentlich das schönste Spiel, das sich die Menschen schenken können. Das Vertrautsein mit der Haut, mit den Accessoires, mit den Heimlichkeiten. Und dieses Spiel, das hier so als verliebtes Brautpaar zu sehen ist, oder als Adam und Eva, oder als Reigen, oder als Mutter und Kind, sozusagen jetzt in die Erwachsenenwelt zu übertragen. Das sehen wir an diesen wunderschönen Frauenbeinen. Da geht es schon ein bisschen netter zur Sache. Natürlich aus der Sicht des Mannes. Ein Frauenbein mit einem großen, schönen Schuh geschmückt. Das wiederum erinnert an einen Satz von Salvatore Dalí, der sehr früh in den 20er Jahren bereits sagte, das größte erotische Ereignis, das mir in meinem Leben passiert ist, sind Damenschuhe. Nun hatte der Dalí ja auch viel übrig für einen flotten Satz, aber vielleicht wissen Sie es, ich hoffe, dass Sie es wissen. Es gibt ja viele Fetischisten auf der Welt, unter den Männern sicherlich, aber auch unter den Frauen. Und ein Frauenschuh und ein Damenstrumpf ist schon etwas, womit sich auch die Kunst und vor allem in unserer Zeit, die doch so frei und liberal ist, beschäftigen sollte. So ist also der Frauenschuh hier auch das Symbol einer ungeheuren Lust an der Freude oder Freude an der Lust. Es ist ja die berühmte Operette von Johann Strauss, die Fledermaus, wo es an einer Stelle heißt, Rinkezug, immer aus dem Damenschuh. Also das gesellschaftliche Spiel ist keineswegs neu. Und die, die da geheiratet haben und sich da in dieser linearen, wunderschönen Arbeit von Corona und Ruhr küssen, und das als Mobile, nicht als Stabile. Auch das dreht sich und kreist umeinander. Das ist hier in beider Kunst auf eine wunderschöne Art und Weise zum Ausdruck gebracht. Bruno Klöß findet eben auch auf seinen Reisen hin nach Frankreich einfache Dinge. Ihn regt auch ein totgefahrener Frosch an, der auf seinen Wanderungen in Südfrankreich sozusagen der zweiten Heimat einfach auf der Straße liegt. Und natürlich dann viel Besinnliches bringt. Was ist das, die Existenz? Wie unendlich ist diese Schöpfung, in der wir doch in den Tod stolpern? Und diese Sachen sehen Sie in seinen sehr anspruchsvollen Zeichnungen. Zu diesen Zeichnungen gibt es immer auch Bücher. In diese Bücher Wohlfall, immer eingebunden, bei den Schuhen auch, eine Originalgrafik. Auch das sollten Sie blättern und Ihrer eigenen Begehrlichkeit einmal zuführen, vielleicht ja auch durch Kauf. Nun hatte ich vorhin schon erwähnt, auf Rom komme ich noch. Ich hatte die große Freude, den Künstler zu einer Reise auf ein Künstlersymposium in Nemi anvertrauen zu dürfen. Er hat mich also über 1000 Kilometer in den Süden gefahren. Wir sind auch die Strecke mit viel Freude und tollen Gesprächen wieder zurückgefahren und waren dann in Nemi. Sie sollten diese Gegend ruhig auch mal besuchen. Aus solchen Vulkanseen mit steilsten Hängen
natürlich ein wunderbarer Wein hervor. Also Frascati zum Beispiel. Den gekühlt bei 40 Grad in der Sonne mit Parketta und ein bisschen Mozzarella. Wir brauchen sie eigentlich gar nicht mehr. Und dann fühlen sie sich sehr, sehr wohl. Also hier würde man, glaube ich, sogar sagen, Saruhol. Und dann haben wir den Fehler begangen und doch das Richtige getan. Wir sind mit dem Auto auch nach Rom. Ich habe als Pilot, als Lotse völlig versagt. Ich dachte natürlich, ich kenne Rom, du musst jetzt links oder rechts, aber ich war so schusselig und durcheinander. Aber Bodo hat die größte aller Prüfungen bestanden. Er ist mit dem Auto zwei- oder dreimal um das Denkmal Viktor Emanuel herumgesaust. Und dann hat er diese unglaublich schöne Mappe geschaffen, die eine solche Tiefe und eine solche Reife und eine solche Dimension hat und auch so viel handwerkliches Geschick aus der Radierung, aus der Ätschung und der Aquatinta und dem Verschwinden und dem Aufblühen von Figuren. Und die ganze Commedia dell'arte ist auch noch darin, die uns ja über Callot in den nordeuropäischen Raum geschenkt wurde. Also die Figuren des lebendigen, des menschlichen Lebens, die Sie ja hier auch in den Zeichnungen, in den Fetischen, in den Gesichtern, in den Spielfiguren von Roland Ruhr sehen, es lebt sich halt. Alles ist nur ein Spiel, heißt es in Falstaff von Verdi. Am Schluss, in diesem großen, unfasslichen Ende der Komposition. Und diese Heiterkeit ist auch in diese Bretter eingeflossen. Und auch etwas Anekdotisches. Wir sind im August in Rom gewesen. Der Trevi-Brunnen war überhaupt nicht zu sehen. Wenn man da Münzen reingeworfen hätte, hätte man glatt drei Japaner oder zwei Chinesen getroffen. Man hätte nämlich weit ausholen müssen und werfen müssen, damit die Brunnen in den Trevi-Brunnen fallen. Ins Pantheon sind die Leute in Viererreihen reingegangen, zweimal geschleift und gedreht und in Viererreihen wieder rausgekommen. Und wir hatten im Endeffekt gar nichts zu sehen, außer zu riechen. Den Scheiß von Menschen mit dicken Bäuchen, von Katzenscheiße, von Hundekot und von Restaurants mit Gekrisch und Spaghetti-Soßen. Und da hat der Bodo gesagt, hier gibt es eigentlich nur eins, nach oben gucken. Und daher diese wunderschönen Ansichten, die sich aus dem Irdischen, aus dem Alltag nach oben entwinden. Deswegen auch die Engel, die hier in dieser Grafikmappe überall auftauchen und von dem Vittore Emanuele Secondo, ganz wichtig, oben diese, nicht Quadriga, sondern dieses Gespann, das hat er sozusagen dann nur als einziges runtergeholt, damit es aus dem Bild herausjagen kann. Es ist eine Rohmappe unserer heutigen Zeit, wo allerdings auch die Kuppeln so ein bisschen wie Brüste aussehen. Und auch im Endeffekt etwas Haptisches vermitteln. Aber der Titusbogen und all das, was Sie da erkennen, die Engel und auch die Figuren der Commedia dell'arte, die Caritas, das alles ist menschliches Sein. So menschelt es in dieser Ausstellung, meine Damen und Herren. Und da wir ja das Fest der Liebe bald feiern und uns darauf besinnen, dass ein Gott in die Armut geboren ist, damit er die Menschen begreift und damit die Menschen eben nicht nur heroische Götter und weit entrückte Gesetzesgeber mit mosaischen Gesetzen kennen, hat er diesen Weg bis hin zum Kreuz genommen. Und so heiter diese Ausstellung ist, so schön diese Welle dieser Frau dort liegt, sie ist ja wellengeworbenes Meer, diese Dame mit den schwarzen Haaren. Sie bewegt sich ja auch im Auf und Ab. So sehr all dieses hier zu sehen ist und worauf wir uns vorbereiten, es ist eine Ausstellung der Menschlichkeit. Eine wunderbar humane und humanistische Ausstellung. Eine gebildete Ausstellung. Mit Lampen, mit instabilen Figuren, so wie unser Leben, gleich gehe ich wieder zu meinem Stock, um besser auf und ab gehen zu können, mit dem, was wir sind, anfällig. Und dieses anfällige Zeigen und gleichzeitig Bergen,
das macht eine besondere Freude aus an dieser Ausstellung. Weil wir wirklich in dieser Ausstellung das Gefühl haben, Hahn und Henne, Rom und Damenschuh, diese Aufzeichnungen, Notizen im Nebenbei, die Radierungen und diese wunderbaren Figuren, das ist ein Kompendium, das ist ein aufgeschlagener Roman. Und in dem aufgeschlagenen Roman bitte ich Sie ganz für sich, denn was ich Ihnen erzählt habe, ist nur meine Wahrheit, ganz für sich zu blättern und zu entdecken und vielleicht mit Freude auch in Besitz zu nehmen.